und herzlich willkommen zurück zu Attack on Titan 2 Final Battle. Freut mich, dass ihr natürlich wieder eingeschaltet habt. Wir haben im letzten Part natürlich Rod Reis als riesen kriechenden Titanen besiegt. Das war so ein kleiner Boss-Battle-Kampf mit mehreren Phasen, wo man ihn eben erst mit Kanonen abknallen musste. Dann musste man ihn aus dem Gleichgewicht bringen und dann musste man seine riesen Chicken Nuggets aus der Luft auch nochmal abknallen. Haben wir alles geschafft, Freunde, und Rod Reis haben wir besiegt. Wir sind jetzt in Episode 4, Tests der Donnerspeere, und ist auf jeden Fall eine neue Waffe. Gegen einen bestimmten Titanen kann man sie ganz gut einsetzen und das werden wir auch machen. Und ich will gar nicht so viel quatschen. Legen wir los mit Test der Donnerspeere. ここの利益を優先し、人類の存在を脅かした偽りの王政こそが人類憲章第6条に反する。そう主張して王政官房を拘束した兵団は旧体制に参与していた者たちに容赦のない粛清を行った。人類の中枢に当たる人材を失うことにはなったが、 秘密裏に保持されていた技術革新の資料やレイスケ領地の地下空間で発見された光る鉱石、そしてエレンが獲得した硬質化能力など、この内乱を通して人類が得たものもまた大きかった。そんな中、ハンジは技術班と共にとある兵器の開発に注力していた。この鉄の棒が新兵器？ せめてやりと言ってくれよ。技術班は私の要望に応えてくれたんだ。中央憲兵が隠し持っていた新技術を導入してね。私の要望とは、つまり鎧の巨人に対抗できる武器が必要ってことだ。敵が硬質化の隙でも見せてくれない限り、私たちはただエレンと鎧の戦いを眺めることしかできなかった。 確かにエレンを連れ去って走るライナーを止めることもできなかった。今のところ鎧の巨人に対抗できる攻撃手段は巨人化したエレンの締め技や関節技、それと先日の実験で獲得した硬質化パンチも期待できる。しかしその武器だけで作戦を達成させるのは困難だろう。壁の穴を塞ぐのも重要だが、我々は何よりも 壁の破壊者であるライナーとベルトルトを殺さなければならないのだから。それでその槍を鎧の巨人に刺そうって言うんですか？見た方が早い。外に行くよ。威力は見ての通り雷が落ちたようだろ。 だからライスを追って呼んでる。そして鈍重な巨人には有効だが弱点もある。こいつを鎧に食らわせてやるには工夫しないとね。というわけで、モブリット、次の予定を説明してあげてくれ。これから我々は壁外に出て、このライスをともう一つの新装備の扱い方を習得するために実地訓練を行う。 Okay, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall erklärt bekommen, was diese Donnerspeere sind. Wir dürfen auch Hanji spielen. Ich glaube, die durften wir echt noch nie in der Story spielen. Ich bin mir nicht sicher, muss ich an der Stelle sagen. Für jeden Körperteil eines Titanen gibt es einen bestimmten Winkel, aus dem er angreifbar ist. Sobald du ein Anker in einem erfassten Titan geschossen hast, wird eine Markierung angezeigt. Mithilfe derer du siehst, ob du dich aus diesem Winkel näherst. Wenn du dich schnell genug aus dieser Richtung näherst und Dreieck genau im richtigen Moment drückst, kannst du mit einem kritischen Treffer enormen Schaden verursachen. Ich muss an der Stelle auch nochmal erwähnen, die Musik gerade im Hintergrund. Ohne Spaß, die versetzt mich gerade in echt so einen geilen Modus, Alter. Das finde ich richtig geil, richtig passend auf jeden Fall. Okay. Also wir haben auf jeden Fall dieses ganze Zeug hier mit dem Winkel und sowas. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz neu hier. Das haben sie jetzt auch neu eingeführt hier. Damit muss ich erstmal noch zurechtkommen. Man kann natürlich die Titanen auch ganz normal angreifen. Jetzt ist es so eine Art Rage-Modus hier. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, weil er da nochmal ein bisschen gefährlicher ist. Aber den kriegen wir natürlich hier kaputt hier. So, finde ich aber auch mal wieder cool, dass wir mal wieder ein paar Titanen schnetzeln können. Wir sind jetzt mittlerweile im vierten Part und haben noch nicht wirklich viele Titanen platt gemacht jetzt in dem neuen Let's Play hier.
Deswegen wird es ja langsam echt mal hier wieder Zeit, Freunde. So. Ich glaube, die Map ist auch so ein bisschen neu gemacht. Kann das sein? Ich habe die auch ein bisschen anders in Erinnerung. Wir können natürlich, um auch ein bisschen Gas zu sparen, können wir uns natürlich auch auf ein Pferd setzen und einfach mal dahin reiten. Hopp, hopp, mein Pferdle. Hopp, hopp. Genau, mit X kann ich sprinten. Ich wollte schon gerade sagen, ey, wie sprintet denn das alte Teil hier? So. Was ich eigentlich gleich mal erwähnen wollte, wie findet ihr eigentlich diese ganzen Cutscenes? Also es ist ja meistens so aus Bilder, Gesprächen, manchmal auch animierten Zeug. Findet ihr das so cool umgesetzt oder sagt ihr so eher, nee, es muss alles animiert sein? So, schreibt das mal in die Kommentare, das wollte ich schon die ganze Zeit mal fragen. Drücke gleichzeitig L3 und R3, um den Showdown-Ausrüstungsmodus zu aktivieren. Was für ein Ding? Und unglaublich stark zu werden. Im Laufe der Zeit und mit jedem Angriff sinkt die Anzeige für Showdown-Ausrüstung. Der Modus endet, wenn die Anzeige auf 0 ist. Im Showdown-Ausrüstungsmodus wird ein Showdown-Ausrüstung verbraucht. Erledige Nebenmissionen, um neue zu erhalten. Okay, das sind scheinbar diese Donner-Speere. Also ihr könnt auf jeden Fall sehen, die sind schon ziemlich ordentlich, die Dinger. Wenn du den Showdown-Ausrüstungsmodus aktivierst, während du mit Klingen ausgerüstet bist, werden sie vorübergehend zu Donnersperren aufgerüstet. Wenn du 3 drückst, nachdem du einen Titanen mit R1 erfasst hast, feuerst du einen Anker auf ihn ab. Sobald du dem Ziel einen Anker verpasst hast, kannst du mit Dreieck einen einzelnen Donnersperr abfeuern. Diese Waffe ist für ihre Reichweite und Wirksamkeit bekannt. Okay, Freunde, das werden wir jetzt gleich mal testen. Also, erstmal den Supermodus hier aktivieren, diesen Showdown-Modus. So, einen Winkel haben wir und jetzt können wir gleich mal so eine Rakete schießen. Alter! Also das ist ja echt heftig. Damit kann man ja echt ganz gut Schaden machen hier. Ich meine, wir schießen ja einfach so einen Speer sozusagen in... Oh, fuck. Das war aber echt ein knappes Spielchen gerade. Wir schießen ja einfach so einen scheiß Speer da in den Nacken rein und der Nacken explodiert komplett. Tutti frutti. Da bleibt einfach gar nichts mehr übrig. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Waffen. Also wir werden noch was anderes kennenlernen, Freunde. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das kriegen. Aber Hanji freut sich schon mal im Hintergrund auf jeden Fall, dass die Donnersperre so gut funktionieren. Und das freut mich natürlich für sie. So als Entwicklerin von solchen Waffen hat sie sich das auf jeden Fall mal verdient. So, kann man gleich die nächste abgeschossen hier. Alter. Ich weiß nicht, wie das nachher gegen größere Titanen wirkt, also so wirklich schwieriger Titan, ob das dann auch noch so stark ist, aber aktuell funktioniert es echt gut. Wenn du per Anker mit einem Titanen verbunden bist und mit genug Tempo auf ihn zustürzt, kannst du ihn gleichzeitig mit mehreren Donnersperren treffen. Drücke dazu Dreieck, wenn du nah genug bist. Das richtet enormen Schaden an, senkt gleichzeitig aber auch eine Anzeige für Schaden und Ausrüstung mehr als einen einzelnen Schuss. Okay, das müssen wir probieren. So. Und jetzt ganz nah ran. Und jetzt haben wir natürlich ganz... Oh, wir haben 2 Stück hingeschossen. Okay. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken für etwas größere und stärkere Titanen, weil bei so kleinen macht es halt echt keinen Sinn, weil da kann ich einfach hinter die gehen und hier einfach auf den Schirm, auf den Nacken angreifen. Wie gesagt, mein Spruch, Freunde, ist der Nacken frei, kommt das Spooky nein. Den habe ich schon damals immer gesagt und so bleibt das auch, ja? So, kann man gleich hier noch zu dem hier. Mein Gas ist nämlich auch gleich leer, muss man auch aufpassen. Weil ohne Gas habe ich keinen genügend Sprint und mache weniger Schaden, wie zum Beispiel jetzt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas wechseln hier. So. Aber schreibt mal rein, wie findet ihr die Donnersperre hier umgesetzt? Wir haben sie schon im Anime gesehen, wie sie dort mal uns gezeigt wurden. Auch im Kampf gegen den gepanzerten Titanen, Freunde. Also ich finde das hier echt cool gemacht. Das muss ich echt mal lassen. So, drücke gleichzeitig bla bla bla. Jetzt müssen wir das Tutorial hier mal machen. Anker feuern. Schub und zack. Jetzt hier die ganze Technik mal einsetzen. Alter Falter, ey. Das gefällt mir richtig gut, ey. Also wieder schön hingehen und wieder das hier einsetzen. Jetzt habe ich, glaube ich, den Arm getroffen. Oder habe ich ihn gekillt? Ich habe keine Ahnung. Also wir kriegen halt sozusagen die kompletten Materialien sogar raus aus den Titanen. Ihr seht ja immer diese gelben Kristalle, die da dann immer zu sehen sind. Also es ist nicht so, dass wir dann einfach nur den Titan schrotten. Nee, wir kriegen einfach die ganzen Materialien auch noch dazu. Das ist echt ordentlich hier. So, das war leider nicht mit genügend Speed drauf. Aber kriegen wir, machen wir einfach nochmal. Zack, erwischt. Heftige Scheiße, ey, wirklich. Also gefällt mir richtig gut. Ich weiß, der ein oder andere hat sich so ein bisschen beschwert, dass das Spiel ein bisschen teuer ist. Es ist auch relativ teuer für das, dass es eigentlich nur ein Upgrade ist und die Basis von dem Spiel eigentlich schon vorhanden ist. Aber man muss an der Stelle echt mal sagen, es ist eigentlich auch irgendwo im Grunde ein komplett neues Spiel. Ich habe ja den Vorgängerteil, beziehungsweise den Hauptteil, habe ich ja auch komplett Let's Played mit, glaube ich, 26 Parts oder so. Ich hätte jetzt eigentlich ab Part 27 weitermachen können, aber ich habe es einfach als neues Projekt betitelt, Freunde. Und für mich ist es einfach auch irgendwo ein eigenständiges Spiel.
Drücke in der Nähe eines Basisstandorts L1, um zwischen Klingen und Schusswaffen zu wechseln. Bei bestimmten Kämpfen gibt es die Option allerdings nicht. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Wir können jetzt auch Schusswaffen holen, Freunde. Das war eigentlich so die Sache. Das war gerade ganz, ganz knapp, Freundchen. Also Hanji ist auch nicht so mein Charakter. Die ist auch ein bisschen unterlevelt hier gerade. Also jetzt natürlich auch noch Level, Freunde. Ich würde jetzt ganz gerne mal zu so einer Basis und so eine Schusswaffe holen. Ist das hier sowas? Nee, das ist, das ist da hinten, glaube ich. Ich hoffe es mal. So, wo habe ich hier so eine Basis? Oder sind das diese Flaggen da hinten? Da können wir auch mal hingehen. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal einfach abchecken, ob das vielleicht da hinten ist. Aber Schusswaffen müssen wir auf jeden Fall mal kurz holen hier. Das ist sowieso Tutorials gerade. Boah, wie Hanji die ganze Zeit rumschreit. Ey, beruhig dich mal. Die geht ja richtig ab. Aber Hanji ist Ehrenfrau. Das ist wirklich Ehrenfrau. Keiner darf was gegen Hanji sagen. Diese Frau, die hat wirklich einiges getan in dieser Welt. So, ich glaube, da hinten haben wir so eine Basis. Ja, haben wir. Okay, dann checken wir mal die Lage hier. So, wir drücken jetzt L1. Haben jetzt einfach mal die Waffen gewechselt. Während des Kampfes kannst du bei Waffen mit Magazinmunition nachladen oder die Munitionsart wechseln. Gewöhnliche Munition hat keine speziellen Effekte, aber du solltest sie gut nutzen, da du von dieser Munition große Mengen bei dir haben kannst. In Basen kannst du deine Magazine auffüllen. Okay. Das ist jetzt für mich auch komplett neu. Ihr seht, wir haben auch eine komplett neue Rüstung. Also wir sehen auf jeden Fall auch ein bisschen spezieller aus und sind natürlich jetzt gewaffneter. Alter, wie das einfach aussieht jetzt. Alter, die haben ja echt einiges getan. Und auch das Schwingen sieht komplett anders aus, wenn sie sich dann in der Luft so dreht. Ihr müsst da mal drauf achten. Also das ist nicht ohne hier, was die hier gemacht haben. Ganz, ganz, ganz großen Respekt auf jeden Fall an die Entwickler. Ja, das muss ich jetzt hier aber echt sagen. Ganz große Props. So, wir wählen jetzt die Munition aus. Haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir... geh weg. Ich muss das erstmal lernen. Das Tutorial kommt jetzt wahrscheinlich erst gleich. Es sieht schon geil aus, diese goldene Rüstung. Und wie sie auch da steht. So, großer Abnormer ist erschienen. Naja, geh weg, Alter. Ihr braucht es gar nicht erst zu suchen, gegen mich anzukommen. Ich würde ja ganz gerne mal schießen jetzt, aber ich weiß nicht wie. Moment mal. Jetzt habe ich wieder nachgeladen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wie schießen die verdammt nochmal? Weil mit Dreieck schießt die nicht. Schießt die mit Vier vielleicht? Boah. Alter Falter, wie schießen die denn? Mit L1 oder so? Ne, das macht die auch nicht. Ah, mit Schusstaste. Lul. Also wie bei Shooter. Lul. Das ist auf jeden Fall neu, die Schultertaste. Lass hier mal los hier, verdammte Scheiße. Du fährst hier nicht an. So, und jetzt schießen wir mal so richtig schön gegen den Nacken. Ist das geil. Ist das geil, wenn man da erstmal reinkommt in das ganze System, wie das funktioniert, dann ist das richtig, richtig cool, ey. Das ist ja cool, ey. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mal Titanen abschießen werde. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen aggressiv gemacht, aber das juckt mich nicht. Ich schieße ja einfach. Ah, warte mal. Ich muss hier erstmal... Also es steuert sich ein bisschen anders hier auf jeden Fall. Das muss man hier schon mal sagen. Ich habe da ein bisschen Respekt vor, bevor ich mich da jetzt so krass näher... Kann ich den Nacken nicht verletzen? Ich glaube, das lag an seinem komischen Titan-Modus da. Oder an seinem Rage-Modus, was das da war gerade. Dass ich da irgendwie keinen Schaden machen konnte. Ihr habt ja gesehen, ich habe eigentlich getroffen. Eigentlich, Freunde. Hätte Fahrradkette. So, wir müssten eigentlich mal kurz hochgehen. Wir haben da oben sowieso noch einen Titan. Und ich müsste auch mal Gas auffüllen, weil... Ihr seht schon, ich habe keine Gasflasche mehr. Und mein Gas ist fast leer. Das ist nicht so gut. Aber das ist echt, echt geil umgesetzt. Ihr müsst mir mal in die Kommentare reinschreiben, was findet ihr cooler? Die Donnersperre oder das Schießen? Seid ruhig ehrlich, Freunde. Also ich finde aktuell noch die Donnersperre am coolsten. Aber dafür finde ich das Schwingen halt echt geil hier. So, Gasflaschen haben wir auch. Nachladen, zack. Gasflaschen sind natürlich jetzt auf dem Rücken. Freunde, könnt ihr ja sehen. Nicht mehr an den Seiten. An den Seiten haben wir die Munition. Da brauchen wir natürlich ein bisschen größere Munition. Sobald du dich mit Schusswaffen ausgerüstet hast, greifst du mit ihr an. Ziele mit R1 auf einen Titan und drücke Dreieck, um einen Anker abzufeuern. Solange er als Ziel erfasst ist, zielen deine Charaktere automatisch auf den nächstgelegenen Körperteil. Mit R2 kannst du einen einhändigen Schuss auf das Fadenkreuz abfeuern. Ja, guck mal, hier wurde es jetzt erklärt. Dankeschön auf jeden Fall. So, jetzt können wir einfach seelenruhig draufschießen hier. Und natürlich die ganzen Materialien, die wir jetzt hier einfach brauchen zum Teil, können wir alles rausholen. Wir können natürlich auch noch die Füße angreifen, das ist egal, Freunde. Kann man alles abschießen hier. Krass, ey.
Einfach nur krass. Und nochmal. Und nochmal. Warum treffe ich jetzt nicht? Warum treffe ich jetzt nicht? Komm schon, treff. Achso, ich habe keine Munition mehr. Lul. Das ist ja krass. Wenn ich gar keine Munition mache, dann tut die auch nicht nachladen automatisch, sondern ich muss das selber machen. Ist das geil, Freunde. Ich feiere das. Hopp, hopp, Pferdchen. Hopp, hopp. Oh, das sind schon wieder die nächsten. Also man muss, wie gesagt, man muss da echt reinkommen. Wenn du in der Luft und nicht verankert bist, drücke R2, um einen beidhändigen Schuss abzufeuern. Mit beidhändigen Schüssen richtet man schneller mehr Schaden an, aber die Chancen, den anvisierten Körperteil zu treffen, sind geringer. Umgekehrt kann man mit einhändigen Schüssen bestimmten Körperteilen leichter Schaden zufügen. Es dauert aber länger, einen Titan zu besiegen. Also wie gesagt, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Muss man sich halt echt überlegen, was sich da einfach mehr lohnt. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich so weit in der Luft bin. Aber soll mir recht sein. So. So, und jetzt schießen wir einfach. Komm nochmal. Komm, komm, komm. Sehr schön. Aber da steht jetzt Failu. Achso, Anker abfeuern. Okay, Anker abfeuern. Lass ihn mit Dreieck den Anker los. Und jetzt können wir so... Achso. Also wir dürfen nicht verankert sein. Und dann machen wir Beidhändig-Schüsse. Okay. Also man muss sich erst verankern, dann hochkommen zu ihm sozusagen. Also ich demonstriere es jetzt nochmal. Moment. Halte R2 gedrückt, um wiederholt zu schießen, egal ob ein oder beidhändig. Sobald du dich daran gewöhnt hast, solltest du versuchen, wiederholt beidhändig zu schießen. Drücke Viereck, um zu schwingen und halte in der Luft R2 gedrückt, um wiederholt beidhändig zu schießen. Okay, das ist ja noch einfacher, als ich gedacht hätte jetzt hier. So, wir können jetzt einfach hoch, Anker abmachen und zack. Alter. Okay, aber wir müssen das ja anders machen. Anker abfeuern und gedrückt halten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Er kann halt einfach gar nichts machen. Er denkt sich einfach nur so, was haben... Boah, gerade noch rausgekommen. Wir haben halt keine Munition mehr. Aber erwischt. Erwischt. Aber wir sind auch ein bisschen verletzt. Müssen wir erstmal hier eine Heilung nehmen. Krass, Freunde. Das Tutorial geht aber auch recht lange, also sie versuchen es echt dem Spieler sozusagen zu erklären und nicht nur an ein, zwei Titanen, sondern man kriegt es wirklich gut erklärt hier. Wenn du an einem Titanen verankert bist und X drückst, während du dich mit L bewegst, führst du eine schnelle Wendung aus und umkreist dein Ziel mit hoher Geschwindigkeit. Also nochmal, wenn du an einem Titanen verankert bist und X drückst, während du dich mit L bewegst, ja okay, das kenne ich ja. Dies ist nützlich, wenn du hinter einem Titan gelangen oder in die Höhe fliegen willst. Wie weit du fliegst, hängt davon ab, wie lange du X gedrückt hältst. Wenn du R2 während einer schnellen Wendung gedrückt hältst, kannst du außerdem zu einem beidhändigen Schuss überleiten. Okay, also jetzt wird es langsam ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Anker abfeuern, führe mit X eine schnelle Wendung. Ach du Scheiße, Alter. Das ist ja echt übertrieben, was man hier alles machen kann. So, hey Junge. Krass. Das ist ja echt krass. Und wie Hanji immer rumschreit hier. Es wird einfach immer besser, Freunde. So. Wenn du einen Gegner erfasst hast, erscheint jedes Mal, sobald du zu einem anderen Körperteil wechselst oder du einen schnellen Wendung ausführst, der Timing-Ring für den gelben Fokusschuss. Wenn du R2 drückst, während du das Ziel im Visier hast, aktivierst du den Fokuszustand. In diesem Zustand treffen alle deine Angriffe, die anvisierten Körperteile und sind immer kritische Treffer. Okay. Achso, das ist das, was da unten so geleuchtet hat. Okay. Boah, das muss ja aber echt perfekt timen, sonst hast du da echt die Arschkarte. Ach du Scheiße. Der kann einfach gar nicht. Habt ihr es gerade gesehen? Das war wie so eine Art Zeitlupe kurz. Ich kann einfach gar nichts machen. Ich schieße die einfach alle nieder hier. Ach du Kacke. So, wo ist der gelbe Fokusring? So, da unten war er gerade. Also ihr seht, ich habe ordentlich kritischen Trefferschaden gemacht hier. Und er kann einfach nichts machen hier. Krass, ey. Wie einfach das ist, die damit abzuknallen, ey. Also ich glaube aber schon, dass da noch der ein oder andere schwere Titan kommt, Freunde, wo das dann nicht mehr so einfach sein wird. So, hier haben wir wieder einen. Dann machen wir einen Sprint. Wenn du je nach Situation die korrekte Munition benutzt, gewinnst du die Oberhand im Kampf. Streuschussmunition richtet über kurze Reichweite riesigen Schaden an oder trifft mehrere Titanen gleichzeitig, wenn sie weiter entfernt sind. Betäubungsmunition kann einen Titan vorübergehend lähmen und dir so weitere Angriffsmöglichkeiten eröffnen. Brandschüsse stecken gegnerische Titanen in Brand und erhöhen so den Schaden. Zermürbungsschüsse sind nützlich, um die Ausdauerleiste mächtiger Titanen zu erschöpfen. Sprengkugelschüsse verursachen Schaden in einem großen Bereich, wenn sie explodieren.
Alter, es gibt einfach mal 5 verschiedene Munitionsarten. Okay. Da muss ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen hin und her wechseln. Wenn du mit Gas, Klingen oder Magazine wechselst, kannst du die Taste gedrückt halten, um die Anzeige für perfekte Nachladen aufzurüsten. Lasse Steuerkreuz in dem Moment los, indem die Anzeige gelb erreicht, um perfekt nachzuladen. Hast du damit Erfolg, kannst du den ausgetauschten Gegenstand kurz benutzen, ohne dass deine Anzeige reduziert wird. Heftig, heftig, ey. Wir haben jetzt hier unten die andere Munition. Ich habe die jetzt mal ausgerüstet. Gucken wir uns die auch mal kurz an. So. Und Schuss. Also das war jetzt ein Baum im Weg. Schade. Und nochmal. Schieß, schieß, schieß. Ich weiß jetzt nicht, was. Ich glaube, das ist so Streumunition oder was ich jetzt hier habe. Ich habe keine Ahnung. Das andere war ganz normale Munition, so wie das aussah. Ja, das ist Streumunition hier. Alter, also auf Nahentfernung. Was heißt Nahentfernung? Also auf kurze Distanz macht es auf jeden Fall ordentlich Schaden. Das kann man hier schon mal auf jeden Fall sagen. Boah, Alter, wie es mich weghaut. Also das 3D-Manövergerät ist schon ein bisschen anders. Das muss man ein bisschen anders spielen wie die ganz normalen Sachen. Weil umso mehr ich X gedrückt halte, umso krasser fliege ich einfach zu ihm. Ihr seht's ja. Also es ist nicht ohne. Da muss man echt aufpassen, sonst haut es einen komplett weg und man ist irgendwo ganz anders, wo man eigentlich gar nicht sein möchte. Ach, du Scheiße. Also Freunde, unbedingt mal reinschreiben, wie ihr das findet hier. Mega, ey, mega gut gemacht, ey. So, haben wir jetzt alle besiegt oder kommt da jetzt noch was? Ich könnte mir vorstellen, dass der Panzertitan vielleicht noch kommt jetzt oder so als Überraschungsgegner. So als Trainingsübung oder so. Dass wir mal an einem richtigen Titan. Also, das sind ja natürlich alles richtige Titanen, aber dass man es natürlich an einem krassen Gegner mal versucht, wie das Ganze funktioniert. Aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Oh, jetzt kommt das nächste Prachtexemplar. Jetzt geht's los, Freunde. Ich hab Respekt vor. Ich hab Angst sogar davor, so ein bisschen, was jetzt kommt. Oh je, oh je. Okay, da oben ist einer. Ja, gut. Ein großer Abnormer. Aber es ist halt, wie gesagt, jetzt ein spezieller mit Leben. Also mit Verteidigung und alles. Also jetzt bekommen wir es mal richtig mit einem zu tun. So. Jetzt, wenn du den Showdown-Ausrüstungsmodus aktivierst, während du mit Schusswaffen ausgerüstet bist, werden sie vorübergehend zu Gatling-Kanonen. What the fuck? Aufgerüstet. Die Gatling-Kanonen verfügt über unbegrenzte viel Munition und kann mächtige Schütze in schneller Folge abgeben. Okay. Okay. Dann aktivieren wir doch gleich mal den Modus. Ach du Scheiße. So, und jetzt schießen wir mal. Was will denn der machen? Guckt euch das mal an. Der kann ja gar nichts machen. Ist ja krass, ey. Und wie die einfach aussieht, Hanji hier. Heftig. Freunde, ich bin einfach nur schockiert, wie geil das hier wirklich umgesetzt wurde. Ach, du geile Scheiße. Schreibt's unbedingt in die Kommentare. ウォールマリアの奪還がにわかに現実味を帯び始めた。エルヴィンはケニーより入手した巨人化する薬を最も生存率の高い兵士であるリヴァイに託した後、全ての準備が完了したことを確認すると、ウォールマリア奪還作戦を2日後に決行すると宣言した。気の早い話だが、ウォールマリアを奪還した後はどうする？何より防衛策の確立が先だと思うが、その後は脅威の排除だ。壁の外にはどうしても我々を巨人に食わせたいと思ってる奴がいるらしいからな。もっともそれが何なのかは地下室に答えがあると踏んでいる。地下室に行った後に考えよう。お前がそこまで生きてるかわからねえから聞いてんだぜ。その体はもう以前のようには動かせねえ。現場の指揮はハンジに託せ。お荷物を抱えんのはまっぴらだ。お前はここで家宝を待て。それでいいな。ダメだ。全ては私の発案だ。私がやらなければ成功率が下がる。そうだ。作戦は失敗するかもしれねえ。その上お前がくたばったら後がねえ。お前は椅子に座って頭を動かすだけで十分だ。
巨人にとっちゃそれが一番迷惑な話で、人類にとっちゃそれが一番いい選択のはずだ。いや、違う。一番はこの作戦に全てをかけることに。おいおいおいおい、待て待て。これ以上俺に建前を使うなら、お前の両足の骨を折る。ウォールマリア奪還作戦は確実にお留守番しねえとな。確かにお前の言う通り、手負いの兵士は現場を退く頃かもしれない。でもこの世の真実が明らかになる瞬間には私が立ち会わなければならない。それがそんなに大事か、てめえの足より。ああ、人類の勝利より。ああ、そうか。エルヴィン、お前の判断を信じよう。Freunde, es tut mir auf jeden Fall leid gerade, dass ich wirklich so in so einem Fanboy-Modus war, aber es war einfach viel zu cool und glaubt mir, wenn ihr in meiner Situation gewesen seid oder wärt, ihr hättet wahrscheinlich genauso reagiert bei dieser Situation mit Hanji gerade, es war einfach viel zu cool. Ja, da sieht man einfach mal, wie, ja, Levi Irwin eigentlich schätzt und wie wichtig ihm eigentlich er ist und, ja, ob das mit Irwin gut ausgehen wird oder er lieber die Beine gebrochen hätte bekommen sollen oder wirklich da in diesen Einsatz gehen sollte. Das werden wir jetzt in den nächsten Parts herausfinden, Freunde. Hier beginnt jetzt eigentlich so groß der Showdown. Jetzt passieren wirklich ganz, ganz krasse Sachen. Allein dieses Bild, wie ich Armin an dieser Mauer sehe und wie sie versuchen, diese Wand abzuklopfen, um zu gucken, ob da vielleicht ein Versteck oder so ist. Das hypt mich schon wirklich jetzt sehr auf die nächsten Sachen, die jetzt hier in diesem Let's Play passieren werden, Freunde. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, bleibt weiter dabei, guckt euch diese ganzen Folge an. Das würde ich mich unglaublich freuen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt eure Kommentare unten rein. Würde mich auch eben freuen. Ich kommentiere gerne zurück, wenn ihr natürlich auf das Video auch ein bisschen eingeht, Freunde. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Heute mal wieder ein bisschen länger. Das Tutorial ging einfach viel zu lang, sonst hätte ich einfach viel mehr gezeigt. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben, Freunde. Ich wünsche euch alles Beste. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tödelö.